Im heutigen Video können wir mit besonderen Spitzhacken Erze wie Kisten öffnen und darin ist super OP Loot. Zusammen mit Handling versuchen wir damit Minecraft durchzuspielen. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass wir pro besondere Spitzhacke einer der 6 Crafting-Rezepte freischalten, um Strukturen zu spawnen. Ihr versucht ein Like-Ziel von 1001 zu erreichen und wir den Enderdrachen zu besiegen. Und rein! Ihr habt es im Intro gesehen, wir können mit besonderen Spitzhacken einfach die Erze als OP-Kisten-Loot benutzen. Aber ich habe dir tatsächlich noch etwas verschwiegen, was wir hier noch als extra machen. Oh mein Gott, was denn? Das kann ich dir gleich zeigen, aber das hat was zu tun damit, wenn wir diese... PlayStation 5. Nein, das hat was damit zu tun, wenn wir diese besonderen Spitzhacken craften. Bist du ready, Mann? Bist du ready, Mann? Ja. Okay, komm mit. Wir fangen ganz simpel an mit, wie man es halt kennt, Holz, ne? Und als neues, ganz, ganz neues Feature haben wir jetzt unten über unsere Hotbar einen Timer, dass ihr als Zuschauer auch noch mit empfinden könnt, wie lange wir immer brauchen. Was mache ich jetzt? Ist jetzt eine normale Pickaxe OP? Nein, nein, das ist auf ganz, ganz besondere Art und Weise. Das zeige ich dir noch. So, ich brauche jetzt, Stein. Ich bin da wirklich auf deine Reaktion gleich mal gespannt. So, ich habe jetzt eine Steinspitzhacke. Kann ich jetzt was Cooles damit machen? Nein. Warum steht da hinten ein Haus? Ja, warte, das Haus, Erklärbär? Nein, jetzt warte mal. Das Haus, zu Testgründen steht hier das Haus, aber ich habe, in dem Haus ist ja nichts passiert. Komm mal zu mir. Du siehst jetzt, das ist eine Werkbank. Hast du Holz? Ja. Okay, gib mir mal Holz. Gib mir mal mehr Holz. Gib mir noch ein bisschen mehr. Gib mir alles. Jetzt pass auf. Bist du gespannt? Wow, cool. Nein, warte, chill, bleib da. Ich hab vergessen, dass ich hier noch diese 3 Dinger brauche. Okay, ich crafte jetzt gerade was. Ich hier. Und jetzt habe ich einen besonderen Block in der Hand. Siehst du den in meiner Hand? Ja, der sieht verzaubert aus. Genau, das ist jetzt nämlich die Village Structure. Und wenn wir jetzt einmal hier hingehen, pass auf. Und ich platziere den, dann entsteht... Nee, jetzt hör mir auf. Eine Village. Nee. Und da ist tatsächlich auch Loot. Und zwar relativ guter. Joink. Das ist jetzt sozusagen die zweite geheime Challenge. Denn für jede besondere Spitzhacke, die wir machen, werde ich ein Crafting-Rezept zeigen. Das heißt, das hier ist das erste. Und das zweite werde ich dir zeigen, wenn wir die Hohlenspitzhacke haben. Sei ehrlich, damit hast du aber nicht gerechnet. Nee, ich habe gar nichts gerechnet. Bin ich dir ganz ehrlich. Ich hatte gar keinen Plan, was passiert. Wenn ich Kohle abbaue, dann sehe ich ab und zu Spinnenaugen. Du halluzinierst. Komm mal her. Bau nicht alle Kohle ab. Lass ein bisschen Kohle da. Ich crafte jetzt jedenfalls die Kohlespitzhacke. Das funktioniert dann einmal so. Und ich habe die Chested Coal Pickaxe gecraftet. OMG. Siehst du die in meiner Hand? Die ist schwarz. Nein. Achso, du brauchst das Texture Pack. Oh, stimmt. Warte mal. Mensch, dann zeig mal deine Pickaxe da in deiner Hand. Ja, jetzt sollte die schwarz sein, oder? Nee. So, die Scheiße, bist nach ganz oben gezogen. Ach, du hast mich geprankt. It's a prank, bro. Du wurdest gehandlinkt. Kannst du den Zuschauern mal schicken? Mal zeigen, was ich dir geschickt habe per Post. Das hier wurde mir geschickt. Du wurdest gehandlinkt. Per Post sogar. Ich kann jetzt hier rechtsklick auf dieses Erz drücken und. Wieso ist da nur Kohle? Oh mein Gott, aber hier ist auf jeden Fall was Starkes drin. Hier ist Zeug. Ich will das auch machen. Hier ist auch noch ein Kohleblock. Ich zeig dir jetzt das Crafting-Rezept. Pass auf, hast du jetzt Truhen? Nein, ich habe gar kein Holz. Du hast mir das alles geklaut. Ey, chill, Mann. Totlüge. Mann. Das heißt, ich kann jetzt dein Zeug klauen? Okay, ich erkläre dir jetzt das Crafting-Rezept. Also Stöcke in der Mitte und unten, so wie wenn du halt eine ganz normale Spitzhacke bauen würdest. Dann in der Mitte links und rechts die Truhen. Oben links und oben rechts das Kohlestück, ganz normal. Und in der Mitte oben der Kohleblock. What? Digga, willst du mich verarschen? Bist du jetzt dumm oder was? Kiste jetzt hin? Wo kommt die Kiste jetzt hin? Jetzt hier, guck, da sind Kohleblöcke. Das heißt, wenn du da jetzt rechts drin machst. Gott. Hä? Was ist da? Creeper Spawn Egg. Was? Mit dieser Falle hier werde ich Keo richtig hart pranken. Nachdem wir jetzt sozusagen die Kohlespitzhacke gemacht haben, kann ich dir das nächste Crafting-Rezept zeigen für die nächste Struktur. Ey, dann wird das ja jedes Mal noch besser, ne? Bei Iron kriegt man dann wahrscheinlich so Iron-Sachen raus und bei Dia kriegt man einfach volle Dia-Rüstung. Also wir haben das Spiel in 2 Sekunden durchgespielt, Bro. It's a prank, Bro, it's a prank! Ey! Ich crafte jetzt die zweite Struktur. Bist du soweit? So, die nächste Struktur ist nämlich ein Sunken Ship
Zack! Wo ist es? Da ist es! Das sieht aber nicht sehr gesunken aus, Kiru. Das ist mir egal. Loot ist meiner, Loot ist meiner, Loot ist meiner. Verdammt. Oh mein Gott, hier ist ja nur Kacke drin. Hä, wo ist denn der gute Stuff? Oh, warte, hier ist ja noch eine Truhe. Hä, hier ist ja wirklich nur schlechtes Zeug drin. Buh, Trash. Hast du ein Feuerzeug? Wir machen das weg hier. Unsere nächste Aufgabe ist jetzt, Eisenerz zu finden. 10 Eisen habe ich schon von so einem Kohlen... Erz bekommen. Wie wär's, wenn wir in eine Höhle gehen dafür? Ist da gleich eine? Ja, da kommen wir her. Achso, ich renn hier rüber. Oh mein Gott, ein Baby-Zombie auf dem Hühnchen. Was? Warum haust du das Hühnchen? Warum haust du nicht den Zombie? Yo, hier sind so viele Josefs. Hallo. Wir gehen jetzt einfach Street Mining. So, lass mal beobachten. Nein, da ist eine Höhle. Guck mal hier. Ja, da ist sogar direkt Eisen. Ey, Mann, chill. Wo kommen die denn auf einmal her? Da waren einfach 4 Creeper. Ich habe mich umgedreht, auf einmal waren die da. Ey, chill. Wir müssen, glaube ich, sogar jetzt genug haben. Lass das Eisen mal da hinten. So, jetzt brate ich das hier einmal. Zack. Ich crafte jetzt die Eisenspitzhacke. Und ich habe hier Chested Iron Pickaxe. Die sieht jetzt so aus. Die sieht eigentlich nicht anders aus wie... Doch, sieht sie. Also die ist weißer, ich finde die ist weißer. So. Ja, die hat der Rahmen, darum ist heller. Und jetzt öffne ich das Eisenerz und da sind nur Pfeile drin. Was? Ah, ein Amboss, ey, und ein Feuerzeug. Nochmal hier. Hey, ey, Feuerzeug ist gut fürs Portal. Ja. Oh, ein Stärke 1 Bogen und ein Eimer. Oh. Ein Eimer. Ja, und Pfeile und Bogen hast du jetzt für Ender Dragon. GG. Ey, ich will mehr, ich will mehr! Das ist ja übelst OP. Wie findest du in meiner Hand? Och man. Chicken, Bro. Chicken Wing. Warum? Ja, ich habe gerade die Josef, die so Hallo gesagt, das habe ich abgeschlachtet. Mit dir kann man keine schönen Familienurlaube machen, weißt du? Es muss bestimmt noch irgendwo Eisen. Ja! Ja! Oh, Eisenerz, Feuerzeug noch eins, dann kann ich dir eins. Oh, Eisenschwert, sick. Und ein Sattel. Also ich finde, das macht mega Spaß. Ja, safe. Oh. Weitere Eisenerze. Oh, ein Eisenschwert, ich kann ein Eisenschwert für dich mitnehmen. Ein Schild! Oh, wow. Wo ist das Lava? Ich höre es doch ganz, ganz nah. Mann, ich finde den Lavasee nicht. Oh, ja. Ich habe ihn gefunden. Nice, ich weiß noch absolut nicht, wo du bist. Wir haben ja jetzt die Eisenspitzhacke soweit benutzt und bekommen. Das heißt, wir haben die nächste Struktur freigeschalten. Deswegen muss ich einmal raus und muss noch einen Eimer voller Wasser machen. So, kommt einmal hier der Wassereimer hin, da der Lavaeimer und ich habe es falsch rum gemacht. So, und wir kriegen diese Struktur, ein Ruined Nether Portal. Oh, wo joint das? Ach da, oh mein Gott, wie riesig ist das denn? Aber wir können die Sachen abbauen und dann können wir ein normales Nether Portal daraus bauen. Ey, das ist mega riesig. Die Hälfte deiner Items sind gerade verbrannt. Och, Digga. Ich habe aus dieser Truhe Goldbarren schon bekommen. Das heißt, für die nächste Struktur, die wir dann freischalten, weiß ich, dass das wichtig ist. Stell dir vor, ich falle jetzt in so eine riesige Höhle rein und muss dann so ein Water-MLG machen. Ah, würdest du das hinkriegen on spot? Ah. Hier sind 2 Creeper. 3 Creeper. Och, Digga, ich dachte gerade, ich hab Dias, aber das waren... Leuchtwähnen! Gold! Ja, ich hab hier Gold. Wie viel Gold hast du denn? Ja, 7. 7, ich habe 8 Stück. Das reicht! Das reicht! Ja, komm vorbei, ich habe hier auch noch mehr Gold. Ich baue mich durch. Ein Link! Und hier ist sogar noch Gold übrig. Sehr ja, da und hier ist an der Wand ist auch noch. Ich komme jetzt rüber, pass auf! Episch! Oh. Ich komme jetzt zu dir rüber, Hanling. Ich komme zu dir rüber. Ich hab's geschafft. Ja, wenn du das gesagt hast, bin ich 5-mal rübergesprungen. Ofen ist da. Hole rein. Gold rein. Und jetzt braten wir. Oh, ich bin so gespannt. Oh, ich kann jetzt einen Eisenblock, einen Goldblock machen. Oh, jetzt geht's los. Bist du gespannt? Die Truhen jetzt noch hier links, rechts. Und wir haben die Chested Gold Pickaxe. Guck dir die mal an. Schau mal, wie die aussieht. Die sieht ja Gold aus. Voll crazy. Und wir haben jetzt hier Golderz. Und es ist eine goldene Karotte drin. Goldbarren. Ein Lava. Und ein verzauberter goldener Apfel. Gib mir auch mal, ich brauch mal. Ja, hier, mach mal die da auf. Das ist ja super geil, das Zeug drin. Ich bin bei mir. Oh, Protection 5. Oh mein Gott, ein Netherportal ist da drin. Junge, ich habe 38 Pfeile. Oh mein Gott, ich habe krassen Stuff hier drin. Real Talk. Also ich habe jetzt auf jeden Fall einen OP-Gap. Same, ich habe auch einen OP-Apfel. Oh, wir können auf jeden Fall den Enderdrachen wegklappen. Ja, easy. Wir haben die neue Chested Spitzhacke. Weißt du, was das heißt? Nein. Neues Crafting-Rezept für die Struktur. OMG.
Da hinten ist nämlich Sand. Kannst du dir schon ungefähr vorstellen, was wir freigeschaltet haben? Die Wüstenpyramide. Das ist korrekt. Oh, surprise. So ein Golderz in die Mitte, Sand drumherum und wir kriegen die Pyramidenstruktur. Ich platziere sie mal hier hin. 3, 2, 1, zack. Wo baut sie sich auf? Oh nein, bitte sag nicht diesen Boden. Ich bin in der Wand. Oh mein Gott, wie cool hat die sich gerade hier aufgebaut. Oh mein Gott. Es gibt... Oh. Oh. Nein. Oh nein. Warum hast du das getan? Oh nein. Egal, halb so schlimm, wir können uns noch mal eine machen. Okay, du hast noch genug für noch eine. Sollen wir die hier underground spawnen? Oh. Lass die underground spawnen. Ich brauche aber Sand. Ich mach's wieder. Sand drumherum. Ein Golderz in die Mitte. Pyramidenstruktur. Ich platziere sie jetzt. Bist du bereit? Ja, ich habe einen Abstand. Und los. Oh Gott. Wo ist sie? Da kommt sie! Oh, das sieht so cool aus! Ich kann mich gar nicht orientieren, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich auch nicht. Ich hab's gefunden. So, ich spüle die Druckplatte mal kurz weg, nicht, dass sie wieder geharnlenkt wird. Einer! Moment! Rein in die Truhe. Nein! Aua, aua! Ja, warte, hier müsste es sein, ungefähr bestimmt. Doch. Hast du's? Ja. Oh, Emeraldinius! Oh, Diamant! Kero. Gotta go fast. Wieso? Alter. Wieso? Wo ist die Biene hin? Da ist sie. Folgt der Biene. Oh ja, die ist voll smart. Kannst du fast bridgen? Ja. Zeig. So, wenn ich das natürlich sehe. So, mach. Kannst du nicht. Mann. Hey. Ich bin fast as boy, guck. Okay, warte, ich mache jetzt auch. Ich kann das nämlich. Guck, ich war beim Revi-Server nämlich Top 10. Kannst nicht fast bridge. Bist du Arsch, ey. Wir sind wieder zurück in der Höhle, wo wir rausgekommen sind. Hier ist eigentlich Deep Slate. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen für Diamanten. Yo, ich habe wirklich Dias. Soll ich den abbauen eigentlich in Dia oder soll ich den nicht abbauen? Ja, bau ab. Ich habe eins, ich habe zwei. Ich hab auch Diamant. Oh, nein, eins. Gott. Ich habe zwei. Ich habe drei. Ich habe vier. Ich habe fünf. Chill mal. Ich habe sechs. Ich habe sieben. Ich habe acht. Ich habe jetzt neun Diamanten. Wie viel hast du? Zwei. Oh, das reicht. Das reicht. Hier, Dias. Mach die Spitzhacke. Mach die Spitzhacke. Let him cook. Ich muss noch eine Truhe kraften. Der Block in die Mitte. Die zwei Diamanten links und rechts. Und wir haben die Chested Diamond Pickaxe. Und die sieht jetzt so aus. Guckst du dir an? Oh, nice. Sieht aus wie ein Texture Pack. Also, wir müssen jetzt erstmal weitere Diamanten finden. Und wenn wir das gemacht haben, erhalten wir die nächste Struktur. Ja, aber ich habe gerade was gefunden, Kiro. Was denn? Du hast die Knockback-Uhr? Ja, ich habe die Knockback-Uhr gefunden. Oh mein Gott! Jo, die ist viel zu stark! Ich habe doch noch die Knockback-Uhr, die benutze ich jetzt mal. Weg mit dir. Digga, der ist aber weggeflogen, bis ins andere Universum. Komm mal zu mir. Ich sehe deinen Name-Tag. Nein! Kiro, ich habe für dich auch so ein Knockback-Uhr. Oh, gib. Das heißt, wir können uns jetzt bekämpfen auf Knockback-Basis. Ups. Alter! Das sind Diamanten! Okay. Ich bin gerade übelst gespannt. So, ich mach. Die ganz gute Nein! Cover me with diamonds? Nein! Alter, was hier sind du? Diamantblöcke! Was? Was? Schalkerboxen? Ey, ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Moment. Oh mein. Hier. Guck mal, eine Schulkerbox. Oh! Oh, danke. Jetzt habe ich endlich mal Platz in meinem Inventar. Ich habe eine Überraschung für dich. Du hast doch den Amboss, oder? Ja. Sollen wir einen Huhn suchen und ihm den Nametag Josef geben? Das können wir machen. Dann lass uns nach oben gehen, die neue Struktur platzieren und dann nennen wir den Huhn Josef. Ich hab den. Ups. Komm, besser. Josef. Rosa. Ich hab den bis dann dahin katapultiert mit der Uhr. Egal, hier, Josef! Oh mein Gott, das ist Josef! Was ist mit dir? Ein Redstone in die Mitte und Cobblestone links drumherum. Wir bekommen jetzt, was denkst du, was wir jetzt bekommen haben? Ich habe absolut gar keine Ahnung. Warte, irgendwie so ein Turm oder sowas. So eine Kirche oder so ein Turm, so ein Schloss. Die Jungle-Pyramide. Pass auf, 3, 2, 1, zack! Die hat sich instant hier jetzt gedingst. Ey. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Da sind gar keine Pfeile drin. Oh mein Gott! Hier ist doch irgendwo die andere Kiste noch. Wir haben das damals nur hinzugefügt, damit
damit die das Redstone zeigen können. Safe. Oh, da waren auch noch zwei Dias drin. Das war geil. Ich habe nämlich genug Obsidian. Bam, bam. Jetzt. Wow! Okay, wir haben sogar... Warte mal, du hast einen Goldblock, ne? Hast du noch einen? Keinen mehr, du hast mir den abgenommen. Ja, das ist auch gut so. Damit, wenn das so ist. Bist du bereit dafür, dass die... für die nächste Spitzhacke. Ich habe keine Sticks mehr. Das muss einmal hier hin. Goldblöcke hier, ein Nugget rein und die Truhen. Und jetzt haben wir die Chested Nether Gold Pickaxe. Ich glaube, ab jetzt wird es wirklich crazy gestört. Guck mal, wie die aussieht. Die ist voll crazy. Und ich mache jetzt einmal hier das Gold auf. Nein. Da ist ja so crazy Stuff drin. Und weißt du, was ich bekommen habe? Das ist, warte mal, das ist wirklich ein Loophole. Ich habe nämlich aus dieser Golderz-Ding habe ich nämlich Golderz bekommen. Das heißt, ich kann es einfach platzieren, aufmachen. Was? Ich hab nochmal einen OP-Goldapfel bekommen. Was? Warte mal. Ich habe gerade eine Nether Fortress Structure bekommen. Hier, nimm du mal. Und hier, ich habe dir ein paar Blöcke gegeben. Platzier die mal, das ist ja voll crazy. Guck dir das mal an, was da drin ist. Das ist wirklich crazy. Wir haben Pfeile, einige Pfeile. Das ist nice. Spectral, dann haben wir Goldäpfel, easy. Noch mehr Goldäpfel, noch mehr Goldäpfel. Noch mehr Goldäpfel. Goldäpfel sind crazy, Mann. Ich ernähre mich einfach nur von Goldäpfeln jetzt. Aber weißt du, ich habe ja jetzt diese Nether Fortress Structure bekommen. Sollen wir die in der Overworld platzieren? Wollen wir kurz zurückgehen? Ja, safe. Das zählt allerdings tatsächlich noch nicht als Strukturrezept. Ich platziere jetzt das Fortress in 3, 2, 1, los. Oh, da baut es sich auf. Oh, wow. Meinst du, da sind die Spawner jetzt auch? Ja, Laser Spawn. Oh mein Gott, ist das OP. Hätten wir jetzt einen Bogen, wäre das der OP. Let's go. Ja, dann lass uns die killen. Dann bekommen wir verloren. Aua. Aua. Oh nein. Warte mal, ich esse jetzt einfach einen OP-Goldapfel. So, dann können die mir gar nichts mehr. Guck mal. Dann lass uns die sammeln, dann gehen wir ins End danach. Ja. Aber ich habe hier den Kampf meines Lebens. Die brennen den Wald ab. Die brennen den Wald ab. Ah! Ich baue jetzt den Spawn ab, wir haben genug. Okay, wir müssen wieder zurück in den Nether, schnell. Wo sind Warped Forest jetzt? Wo sind die Endermen? Oh, hier ist... Alter, es kommen richtig viele von diesen Viechern an. Oh mein Gott. Ich habe den gesamten Nether auf mich gezogen, Bro. Die kommen von überall her. Ey. Haben es geschafft. Wir haben... Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Bist du bereit für was ganz Verrücktes? Ich nutze jetzt nämlich das neue Crafting-Rezept, was wir bekommen haben. Und ich halte jetzt Folgendes in der Hand. Weißt du, was das sein könnte? Die Lantania-Lobby. Schön wär's, aber das hier ist in 3, 2, 1. Das Stronghold. Oh, das sieht sehr cool aus. Guck mal, wie wow! Ich wusste nicht, dass das Stronghold so groß ist. Wow, das ist echt hübsch. Ja, wir haben es gefunden. Wow, und man hat eine Aussicht so von nach außen. Wie crazy ist das denn? Digga, wieso sind die da in dem Lavapool versteckt, Mann? 7 Enderaugen jetzt halt. Ja, aber wir brauchen ja mehr. Hast du die nicht in deinen Dings gemacht? Nein. In deine Schulkerbox? Haben wir doch jetzt genug, oder? 5 Stück. 1, 2, 3, 4. Okay, war ein Joke. Ja, let's go. Ja! Oh mein Gott. Das ist alles aus Ancient Debris. Oh mein Gott, wie langsam wir hier abbauen. Und das ist gut, dann können wir nämlich noch eine Netherite-Hacke machen. Der Nerddrache lässt mich überraschenderweise in Ruhe. Oh nein! Was machst du da überhaupt denn? Ach, du machst jetzt auf eine Netherite-Picke. Ja, natürlich. Wir können nämlich das Ancient Debris auch öffnen. Irgendwie sieht das End harmlos aus, wenn es einen dunklen Boden hat. Ich hoffe, ich habe noch genug Gold. Oh Gott. Du kümmerst dich schon mal um die ganzen Pille, oder? Ja, die sind gleich alle weg. Okay, letzter Turm. Chill. Ein Netherite-Block kann ich jetzt schon mal machen. Komm schon, letzter. Jetzt schnell Netherite draus machen. Sticks hin, Netherite, die Truhen und... Wieso geht's nicht? Ach, Bruder, ich bin dumm. Ich hätte kein Netherite machen müssen. Ich brauche Ancient Debris. Jetzt aber. Stöcke, Ancient Debris, Netherite-Block, die Truhen. Und da haben wir sie, die Chested Netherite Pickaxe. Dir mal an, wie sie aussieht. Ich habe keine Ahnung, aber wenn ich... Wow! Nein! Okay, bin zurück und wir gehen rein. Oh mein Gott, was ist das? Ein Wither Waste? Ey, hier, das ist ja voll krasser Loot. Oh mein Gott, hier, zieh dir das mal an. Ey, das ist crazy. Da, hier, oh mein Gott, was ist das für ein crazy Loot hier? Hier, nimm mal kurz hier. Ja, ich bin ein Bro. Full Netherite. Guck mal, was ich hier bekommen habe. Eine Hoe, aber guck mal, was die kann. Die verschießt Witherköpfe. Oh mein Gott, wir können die zerlegen. Let's go. Wir gehen in den ultimativen Kampf. Macht das... Oh mein Gott, was macht das Schaden? Er kommt. Jetzt. Nee.
will er denn? Wieder runtergehen? Nein. Zack! Kopf kriegt der Bärschaden, oder? Ja, Alter! Sein Leben zieht voll runter! Nein, er fliegt! Oh, chill, chill, chill. Wenn er einmal landet, ist er spätestens da komplett. Komm her! Komm, wenn du dich traust! Oh, oh! Oh, 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 oh mein Gott! Ja, das war easy. Was geht ab? Wieso fliegt er da noch? Was passiert hier? Was ist das? Was? Hä? Das war gerade übelst verbuggt. Ja, das ist voll komisch. Damit haben wir die Challenge geschafft. Es war wirklich, wirklich crazy. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen und ihr habt bis zu diesem Zeitpunkt schon geliked und abonniert. Geht auf jeden Fall auf Hanings Kanal oben verlinkt. Tschüss!